Befestigungen. Wichtig, man fährt und jetzt kommt die Möglichkeit, schnell zu handeln. Schneeanker wird so gesetzt. Schauen wir mal ein anderes System an. Greifen will während der Fahrt, habe ich ihn so. Wenn ich ihn so sitzen will, wird es problematisch. So ist schlecht rauszubekommen. Das ist ein reiner sitzender Schneeanker. Immer Finger weg, wenn man ihn dann setzt hier. Weil so, wenn ich ihn so setzen will, dann kann es sein, dass die komplette Handwurzel gestaucht wird. Habe ich ihn so, kann ich ihn komplett fahren. Kein Problem. Somit ist solche Systeme hier, versetzende Schneeanker gedacht. Das ist wirklich gefährlich. Früher waren die Schneeanker vorne dran gebracht, hier vorne. Dann konnte man sie so nehmen. Der Frühzeit des Marschens. Das ist auch sinnvoll. Aber das System ist gut. Der ist verpackt, der Schneeanker. Aber wehe dem, man sitzt ihn so und da hat man viele Hunde vorne dran. Das wird zum Problem. Also, so nicht, wenn so wird ein Schneeanker gesetzt. Und es ist kaum möglich, den in irgendeiner Weise rauszunehmen während der Fahrt hier. So kann man schnell rausnehmen, aber dann hat man so in der Hand. So, nochmal. Hat man ihn schnell in der Hand und der Schlitten kippt, hat man eine Dreipunktsicherung. Man kippt und hat trotzdem wieder den Schneeanker in der Hand. Also, ganz wichtig, dass man so ein Teil in der Hand hat. Und angenommen, der Schlitten wird kippen ohne, dann zieht sich der Schneeanker von selbst. Und zwar augenblicklich. Man verliert das Team. Keiner will das. Aber irgendwann, in 20 Jahren, kommt es mal vor. Dann wird automatisch der Schneeanker selbstständig gezogen. So Leute, ihr wisst Bescheid. Und erzählt mir keinen Scheiß. In Foren oder wo auch sonst. Ihr habt keine Ahnung von nichts.
Buch.